Ja, es geht ja nicht nur diese Amtszeit zu Ende, sondern meine gesamte berufliche Zeit bei der Stadt. Seit 1974 bis heute, fast 50 Jahre. Ja, und die letzten 8 Jahre dann, oder fast 8 Jahre dann als Baudezernent. Und ja, das war nochmal, wie bei fast allen meinen beruflichen Stationen, etwas, was auf mich zugekommen ist, ohne dass ich mich da auf großes Zeug geworfen habe. Das war auch schon vorher bei Koblenz Touristik so. Das einzige Mal, wo ich mich beworben hatte, war beim Kulturamt. Und ja, ich habe dann, das war ganz witzig, ich habe dann abends mal in der Stadt 2, 3 Leute von der CDU getroffen, die haben gesagt, ja, möchten Sie nicht doch vielleicht zum Baudezernenten kandidieren? Und ich habe gesagt, oh, habe ich eigentlich gar nicht vor. Wieso? Ja, Sie haben ja jetzt 5 Jahre auf dem Personalamt ganz ordentlich gemacht und wir brauchen da jemanden, der jetzt weniger so die baufachlichen Dinge macht. Dafür haben wir ja genug Fachleute, sondern wir hätten gerne so einen Verwaltungsmensch, der die Prozesse organisiert und so weiter und so weiter. Ja, dann habe ich mich beworben, gab mir noch einen internen Konkurrenten, dann haben wir uns beide in der Fraktion vorgestellt und dann hatte ich da ja die Nase vorn und dann bin ich vorgeschlagen, gewählt worden. Und ich hatte den Vorteil, das muss ich wirklich sagen, ich war ja 5 Jahre beim Hauptamt und für das Ratsbüro zuständig und kannte da eben sehr viele Dinge, die im Baudezernat gelaufen sind, sodass es mir wirklich nicht schwer gefallen ist. Sagen wir mal so, klar, das überlagert alles vom Volumen her und von den Kosten her, die Pfaffendorfer Brücke. Wobei ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe vom Bau an sich, ja. Aber ich habe damals gesagt, wir müssen schauen, dass wir das so hinkriegen, dass nicht wie in anderen Regionen dann 20 Jahre geklagt wird. Und dann haben wir den Prozess so gestaltet, auch mit dem BUND. Also der BUND hat ausdrücklich die Neubaumaßnahmen gelobt, was jetzt sonst beim BUND eher nicht so oft der Fall ist, dass ein Neubau gelobt wird. Und wir bekamen dann schnell Baurecht. Das war natürlich ganz wichtig. Ja, wir haben den Verkehrsentwicklungsplan gemacht. Eine wichtige Geschichte war, glaube ich, auch, dass wir nicht gegen den Ratentscheid gekämpft haben. Nach dem Motto, wollen wir alles nicht. Juristisch ist das alles nicht so. Nein, wir haben gesagt, nee, wir setzen uns mit an die Spitze der Bewegung und schließen mit denen eine Vereinbarung, was wir so in den nächsten Jahren machen. Und das hat halt eben dazu geführt, glaube ich, auch, dass dann auch ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass wir nicht jede Woche in der Zeitung beschimpft worden sind. Und bis heute hat das ganz gut geklappt. Der Ratentscheid will mich auch verabschieden, was ich ja eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen finde. Und ja, es sind viele Dinge. Wir haben einige Kindergärten gebaut. Jetzt in Kürze wird die Steinschule fertig. Ja, aber alles Mögliche auch. Wichtig, ein Starkregenkonzept. Wie kann man die Bevölkerung, die Baulichkeiten schützen bei schlimmen Starkregen haben wir gemacht. Den ÖPNV haben wir neu geordnet. Also ich würde mal mit einem kleinen bisschen Stolz sagen, dass wir in 7,5 Jahren dann doch ganz schön viel gemacht haben. Ganz viele, aber eins besonders wichtig war mir, und das ist auf der Zielgeraden, dass wir im Stadtteil Rübenach für den ganzen Stadtteil so einen Lärmschutz bauen, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen alle Häuser in Rübenach jetzt sozusagen in zulässigen Lärmpegelwerten liegen. Als wir vor 2 Jahren damit angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber der Bund hat gesagt, das ist für uns ein Pilotprojekt. Die Kooperation des Autobahnamtes mit der Kommune. Dann haben die gesagt, okay, wir machen mit. Dann haben wir sozusagen unseren Teil beigesteuert und gestern im Ausschuss für Stadtentwicklung ist es einstimmig beschlossen worden. Geht jetzt in meinen Stadtrat. Und das ist so ein Projekt, wo wirklich viele, viele Menschen profitieren. Das ist, glaube ich, auch völlig umstrittig. Das ist auch mal schön, ein Projekt, was nicht so strittig ist. Und das war schon ein bisschen so ein Highlight, ja, wobei es eigentlich unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen ist.
Nee, das wäre dann schon ein bisschen vermessen, einem Nachfolger Ratschläge zu geben. Wenn er mich fragt, dann würde ich ihm das ein oder andere schon sagen. Aber jeder hat ja seinen eigenen Stil und jeder hat seinen eigenen Weg. Und Dr. Lukas ist ja Jurist, dass er viele Dinge vielleicht einfach auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht, als ich das vielleicht gemacht habe. Also, das muss man mal schauen. Natürlich, auch das ist ja kein Geheimnis, er gehört einer anderen Partei an. Damit wird er sicherlich in einigen Dingen auch eine andere grundsätzliche Ausrichtung haben, als jetzt ich das hatte. Wobei ich glaube, das werden in viele Fraktionen bestätigen, ich war nie der Verlängerte Arm der CDU. Sondern ich habe auch oft genug im Stadtrat gesagt, nö, den Antrag der CDU oder den Änderungsantrag finde ich nicht gut. Und das ist auch richtig so, weil das ist zwar ein Amt, in das man gewählt wird, aber eigentlich ist man kein Politiker, sondern man ist auch als beigeordneter Verwaltungsmensch. Und die optimale Geschichte ist, wenn Rat und Verwaltung zusammenwirken. Und das ist mir im Ausschuss sehr oft gelungen. Es gab nur ganz wenige Entscheidungen, wo es mal Kampfabstimmungen gab, 9-8 oder so. Ja. Vieles ist einstimmig gelaufen. Das ist auch schön. Und deshalb haben wir auch die Ausschüsse, dass man da auch lange mal diskutieren kann. Da kann man auch mal 2 Stunden über ein Thema reden, was ja im Stadtrat gar nicht geht. Ja. Deshalb war es damals auch, da habe ich auch mitgewirkt, noch auf der Ebene des Hauptamtes, als wir die Geschäftsordnung des Stadtrates gemacht haben, war es wichtig, dass wir eine Regelung gefunden haben, dass alle Fraktionen, auch die Kleinen, in den Ausschüssen mitwirken können, sodass jeder die Möglichkeit hat, auch sich da in die Arbeit einzubringen. Also insoweit bin ich mal gespannt, wie das der Dr. Lukas machen wird. Ich werde es natürlich aufmerksam verfolgen. Aber ich kenne dich ja für den Stadtrat. Ich hörte deshalb sogar mehrere Monate vorher auf. Ich hätte ja auch noch arbeiten dürfen bis Ende August. Aber die Freunde haben gesagt, du hast so viel Wissen und Erfahrung, das kann dir nicht schaden, wenn du da bei uns mitmachst. Also da, wenn es klappt, man weiß ja nie, ob man gewählt wird. Ich bin ja auch sehr engagiert im Bereich der Verwaltungsausbildung, also Nachwuchsausbildung. Kommunalstudieninstitut mache ich schon seit 1981. Also ich hatte gerade die Prüfung gemacht und dann haben wir einige gemeint, ich könnte das doch ruhig machen. Und seitdem bin ich am KSI und mache da Unterricht. Ja, und ansonsten wird man mal gucken. Mir ist noch kein Ehrenamt angetragen worden. Ich jage auch nicht Ehrenämtern hinterher. Mal gucken, was kommt. Und natürlich, schön ist, dass man jetzt ein paar Dinge, die man alle aufs Wochenende quetschen musste, jetzt auch die Woche über verteilen kann. Ja. Also ich bin sehr interessiert an Geschichte. Ich überlege mir auch, ob ich vielleicht noch den einen oder anderen Kurs oder Seminar in Geschichte belege. Und ja, mal schauen. Und ansonsten auch das Leben genießen, klar. Die Kinder sind zwar jetzt alle schon groß, aber man kann sich ja ohne Kinder auch sehr schön in der Freizeit beschäftigen.